Herzlich willkommen zu Monday Night Raw. Es ist die erste Ausgabe im Mai 2021 und wir sind kurz davor vor Backlash. Den Anfang der heutigen Show macht Roman Reigns. Letzte Woche gab es ein Gauntlet-Match. Wer der neue Number One Contender für Rey Mysterio werden würde. Auch er nahm daran teil. Eine gute Leistung. Er hat anscheinend das Match gegen Brian sowieso verloren, aber er macht seinen Roadbreak. Ganz eindeutig. Die Kamera hat es sogar eingefangen. Aber der Referee zählt es trotzdem 3. Und Ray fährt auf. Ich kann mir vorstellen, dass ihm das nicht so gut gefällt. Ich bin nicht hier, um euch willkommen zu heißen. Ich bin nicht hier, um die Show zu eröffnen. Ich bin hier, um meine Rechte einzufordern. Ich will eine Wiederholung dieses Gauntlet-Match. Es wird eine Wiederholung gegen Daniel Bryan. Und anschließend ein Match gegen Sheamus. Denn ich bin eigentlich der rechtmäßige Number One Contender für die Universal Championship. Den Championship, den ich niemals verloren habe. Den Championship, der mir gehört, den Championship, der meinen Namen trägt, dem ich Prestige verliehen habe. Nur weil so dein dahergelaufener Referee nicht imstande ist, seinen Job richtig zu machen, stehe ich jetzt hier nach einer langen Nacht ohne irgendetwas. Weil Leute zu dumm sind, ihre Augen zu öffnen und einen Ring komplett im Blickfeld zu halten. Daniel Bryan scheint etwas gegen Roman Reigns Worte zu haben. Zumindest mischt er sich hier ein. Roman, ich bin ein Sportsmann. Ja, du hast ein Roadbreak gemacht, das muss ich sagen. Ne? Ich bin fair, ich stimme dir zu.
Du hast in dem Moment, wurdest du nicht regelkonform gepinnt. Jedoch war es unausweichlich, dass ich besiegt hätte. Du hattest schon lange Matches hinter dir. Sieh es einfach rein. Du hättest trotzdem gegen mich verloren. Gegen einen kümmerlichen, jämmerlichen, kleinen Mann wie dir will ich niemals verlieren. Ich habe Orton besiegt. Ich habe zwei weitere besiegt. Und dann kamst du und meintest, könntest mich besiegen. Haust den Yes-Lock raus. Meinst du, du könntest mich zum Tappen bringen? Mach dich nicht lächerlich. Hast du vielleicht vergessen, dass du teilweise sogar unfair gewonnen hast? Ich meine, so ein Turnbuckle-Polster entfernt sich von dir selbst. Oder wie war das? Ich glaube, du solltest mal einen Gang runterfahren und froh sein, dass du überhaupt so weit gekommen bist. Pass auf, wie du mit mir redest. Im Gegensatz zu dir war ich in den letzten Jahren hier beständig. Ich habe viel erreicht in den letzten Jahren. Nicht so wie du. Als General Manager von SmackDown hast du versagt. Als Wrestler hast du versagt. Du bist und bleibst ein Versager. Große Worte für jemanden, der weniger Haupttitel hat als ich. Naja, ich nehme das nicht übel. Kleine Primaten, wie du es einer bist. Blamieren sich wohl gerne in der Öffentlichkeit. Habe ich nicht recht, Roman? Mich nennst du einen kleinen Primaten? Weißt du? Und Reigns fackelt nicht lange. Und setzt eine No-Blow gegen Daniel Bryan. Und eine Jumping Close hinterher, nach der Damien versucht hat, wieder aufzustehen. Bryan am Boden. Und Bryan bleibt am Boden. Reigns setzt nach. Nach diesem Lobra. Reigns. Powerbomb gegen Bryan. Jetzt versucht sich Bryan zu wehren. Natürlich ist er angeschlagen. Von dem Lobra. Reigns setzt nach. Suplex. Und der Close hinterher. Bryan am Boden. Der Referee kommt zur Hilfe, um Reigns aufzuhalten. Kommen wir zum ersten Match des heutigen Abends. Rum um die Tag Team Division. Treffen heute aufeinander. Bevor es an Backlash nochmal das Match geht zwischen The Fiend, Bo Dallas, Jimmy Uso und Jey Uso gibt.
Broncos from San Francisco, California, weighing in at 251 pounds, Jimmy Uso! Ja, weißt du, meine ganze Zeit schon mal da gewonnen. Bo Dallas und Bray Wyatt. Aber die Usos waren nicht ganz zufrieden mit dem Ausgang dieses Matches. Und jetzt geht die ganze Szenerie weiter. Macht den Anfang gegen Jimmy. DDT. Scoop Slam. Suplex. Und jetzt mischt sich Jey Uso ein. Gleich mal die Möglichkeit von Jimmy, sich mit zu mischen. Ein Roller von Jimmy Uso. 1, 2, 3. Jimmy Uso gewinnt das Match. Das ist doch jetzt recht echt überraschend. Bo Dallas fängt an, dominiert, durchgeht und dann der Einroller einfach von Jimmy Uso zum Sieg gegenüber Bo Dallas. Und Bray hinten im Hintergrund ärgert sich natürlich. Und nach dem Match zwischen Bo Dallas und Jimmy Uso. Mal weiter mit dem Programm. Es ist Zeit für Miss TV. Ich bin erstmal heute für dich, Missy Boy. Willkommen zu Miss TV. Wir sind zurück. Nach jahrelanger Abwesenheit gibt's endlich wieder Miss TV mit Miss und Morrison. Und natürlich haben wir uns schon ein besonderes Thema ausgedacht. Es ist genau wie du sagst. Es geht um den Pay-Per-View Backlash. Bisher haben wir noch keinen Contender. Und ich würde auch sagen, es wird auch kein Contender-Match geben, denn wir möchten ein bisschen Spannung reinheben. Ne? Wie in so einem guten Film, in dem ich oft vertreten bin, möchten wir Spannung reinbringen. Mit einem Cliffhanger. Genau, und dieser Cliffhanger wird in dem Fall eine Open Challenge sein. Wer wird rauskommen? Wer wird es sein? Werden sie die Titel verlieren? Wie wird das Match ausgehen? All solche Fragen. Es gibt zu viele Predictions für dieses Match. Und dafür werden wir sorgen. Wir eröffnen also hiermit offiziell eine Open Challenge für die Tag Team Titel an Backlash. Jedes Tag Team
Jeder Wrestler, der einen Partner findet, ist herzlich eingeladen, uns entgegenzutreten und zu versuchen, uns die Tag Team Titel abzunehmen. Ob ihr es schafft, liegt ganz bei euch. Und ich würde sagen, als Tag Team Titel, die wir ja nun mal sind, ist es einem geschenkt an das Locker Room. Kurz in WrestleMania, es gibt viele Teams, die abgesprungen sind. Zwei in der Zahl. Es gibt ein paar Teams, die gerade ein paar Probleme miteinander haben. Usos und die Old Guards. Aber es sind viele Möglichkeiten für andere Tag Teams. Genau, du sagst es. Tag Teams wie Deutsche House Party, Heavy Machinery, ETC. Die haben jetzt die Möglichkeit, ohne nach einem Contender-Match aufzutauchen und für die Insel zu kämpfen. Ich glaube, mein großes Geschenk können wir die Division nicht machen. Als solches. Und nach Miss TV hat unser Intercontinental Champion seinen Auftritt. Zwei Verteidigungen stehen bereit auf seinem Konto. Er hat gemeint, er will bei jedem seiner Auftritte eine Open Challenge veranstalten. Und wenn ich jetzt richtig legen würde, würde es auch heute dazu kommen. Ihr wisst Bescheid, wenn ich als Champion auftrete, wird es ein Match geben. Ein Match um den Intercontinental Championship. Eine Open Challenge, wie auch in den letzten Wochen, gegen Samoa Joe und Seth Rollins. Heute wird ein weiterer die Möglichkeit haben, gegen mich anzutreten. Diese Woche und nächste Woche, bevor es nach Backlash geht, wo ich wahrscheinlich auch eine Open Challenge machen werde, werde ich meinen Titel verteidigen. Also, jeder Wrestler, der sich bereit fühlt, gegen mich in den Ring zu steigen, soll nun rauskommen. Und Cesaro nimmt die Open Challenge von Apollo Crews an. Ein WrestleMania schon an der Seite von Edge, um die Regentschaft von Ric Flair zu beenden. Machte dort einen soliden, sehr, sehr starken Eindruck. Oder könnte er vielleicht zum zweiten Mal Intercontinental Champion werden? Introducing the challenger from Lucerne, Switzerland, weighing in at 232 pounds, Cesaro! And introducing the champion from Stone Mountain, Georgia, weighing in at 241 pounds, he is the Intercontinental Champion, Apollo! Mal wieder um den Titel von
Truth. Wie auch sonst im Wrestling. Alles dreht sich um diese Titel und für Apollo Crews ist es die dritte Titelverteidigung seit WrestleMania oder geht direkt los. Aber Cesaro kontert. Cesaro mit dem Suplex. Cover gegen Crews. Kickout vom Champion. Gut ausgewichen von Crews. Rollt Cesaro ein. Das Match kriegt gegen Furios. 1-2 Kickout von Cesaro. Jetzt ist Crews mit der Oberhand da. Neckbreaker von Crews. Cover hinterher. One. Kick of Cesaro. Beide stehen wieder. Crews mit der rechten. Nächste rechte von Crews. Wieder die rechte. Jetzt kontert Cesaro. Wieder Cesaro mit dem nächsten Suplex gegen Crews. Elbow Drop. Kabank von Cesaro gegen Crews. Kickout. Wieder tritt ausgewischt und wieder der nächste Roll-In für Crews. Ron, Kickout. Cesaro kommt erneut raus. Crews hinter ihm wartet darauf, dass er auf die Beine kommt. Back Suplex. In die Seile gegen Crews, Uppercut. Starker Deadlift von Cesaro. Der natürlich mit seiner Kraft protzen kann. Was heißt der Brotzen? Er hat einfach diese übernatürliche Kraft. Aber Apollo Crews ist ein Phänomen. Die Muskelmasse, die er hat, plus an Athletik, das sieht man nicht häufig. Das ist ein Naturwunder. Und Cesaro scheint langsam hier die Führung in diesem Match zu übernehmen. Aber Crews versucht sich zu wehren. Vorne von Crews oder. Und Cesaro liegt. Und Crews jetzt mit dem Leg Drop. Das ist die Athletik, von der wir gesprochen haben. Crews Top Rope. Dive da auf Cesaro drauf. Cover gegen Cesaro. One, two, nein. Das reicht nicht. Viel zu früh noch. Spinning Heel Kick von Apollo Crews. Cesaro rollt sich vorsichtshalber raus. Jetzt in die Seile. Schön ausgewichen von Crews, aber der Schulter-Tackle klappt nicht so ganz. Crews weiter in der Offensive gegen Cesaro. Der Champion macht eine gute Figur. Cesaro weicht aus. Cesaro mit dem European Uppercut gegen Crews aus dem Nichts. 1-2. Kicker von Crews! Und Cesaro will nachsetzen. Er will nachsetzen, der Schweizer. Cesaro hat Apollo Crews im Sharpshooter. Crews im Sharpshooter von Cesaro. Und er rollt sich da unter ihm durch. Das ist diese Athletik, von der wir gesprochen haben. Cesaro und Crews da gegeneinander. Nigerien-Angriffe gegenseitig.
Cruz aber jetzt im Nachsehen. Wird zu Fall gebracht von Cesaro. Da ist natürlich die Oberhand. Konter von Cruz. Enziguri. Cover gegen Cesaro. One, two, kick out vom Schweizer. Nach vorne, Cruz. Hebt Cesaro aufs oberste Ringseil. Musste Herr der Geschütze auffahren. Um das nicht zu verlieren. Es geht immerhin um den Intercontinental Championship. Cruz mit Cesaro Top Rope Superplex. Cover gegen Cesaro. One, two und das Kickout. Cesaro mit dem Uppercut gegen Cruz. Und die Schulter da in der Ecke. In die Magen, knie neben hinterher. Starke Kombi von Cesaro. Uppercut. Jetzt legt hier Cruz. Schön ausgewichen, schön abgeblockt das Ganze hier. Cruz mit Cesaro außerhalb des Ring. Cruz, der wird doch nicht. Powerbomb! Außerhalb des Rings. Aber er kickt ihn nicht in den Ring rein. Cesaro ist wieder hellwach. Das war eine richtig gute Möglichkeit für Cruz, das hier zu beenden. Kickt seine Powerbomb für dich. Cesaro unterbricht den Countout hier. Running Bulldog hinterher. Will das natürlich auf faire Weise hier beenden. Gegen Cruz. Cruz hat ja schön gekontert. DDT von Cruz. Cruz geht aufs oberste Ringseil. Nach draußen. Der Splash. Cesaro gibt die Beine hoch. Countout bei 2 jetzt wieder. Job von Cesaro. Cruz gegen den Tisch. Cesaro macht Bekanntschaft mit dem Eckpfosten. Und jetzt ist Cesaro wieder im Ring. Cruz geht erneut aufs oberste Ringseil. Cruz. Elbow Drop auf Cesaro. Cover von Cruz. One. Two. Und das Kickout. Aber Cruz kündigt jetzt hier an. Der will das jetzt beenden. Close-Line von Cruz. Nächste Close-Line von Cruz. Und Jumping Close-Line da von Cruz. Nochmal an die Seite. Ausgewichen gegen Cesaro. Nächste Close-Line von Apollo Cruz. Ist jetzt im Vorteil gegenüber Cesaro. Cesaro gegen den Turnbuckle. German Suplex gegen Cesaro.
Cruz ist jetzt hier on fire. Gunnar von Cesaro. Und was macht Cesaro jetzt hier? Cesaro hat Cruz. Neutralizer. Schnee nochmal hinterher. Cesaro mit dem Cover gegen Cruz. 1, 2, 3. Cesaro ist neuer Intercontinental Champion. Cesaro ist damit zum zweiten Mal in seiner Karriere Intercontinental Champion. Bevor wir zum Main Event gehen, ein Match zwischen Rey Mysterio und Dolph Ziggler. Hat Ali noch ein bisschen Zeit bekommen. Frisch gedraftet worden von SmackDown. Zu Raw. Zeigt er ein Match gegen Elias, den King of the Ring Sieger, was er drauf hatte, verlor ist. Aber dass ein Potenzial in sich steckt, das wissen wir schon länger. Und er konnte es endlich mal wieder zeigen. Und auch Ali schnappt sich in der Show ein Mikrofon. Ich bin frisch nach Raw getraftet worden. Mit der Hoffnung, hier mehr Zeiten zu bekommen. Mehr Zeit, mein Können zu beweisen. Mehr Zeit im Ring. Mehr Zeit am Mikro. Mehr Zeit für euch. Vor dem WWE-Universum. Und direkt am ersten Tag hier bei Monday Night Raw kam ich diese Zeit. Ich habe ein Match gegen den King of the Ring Sieger Elias, was eine große Aufgabe für mich bedeutet. Und ich finde, ich habe das Match sehr gut gemacht. Und ich finde, ich hätte das Match auch gewonnen. Wäre Elias nicht so ein feiger Hund gewesen, hätte den Turnbuckle entfernt, mich da reingeworfen, hätte ich dieses Match für mich entschieden. Ich hätte diesen Sieg gehabt. Ich hätte gegen King of the Ring besiegt an meinem Debüt bei Monday Night Raw, in dem das letzte Jahr bei SmackDown nicht so prickelnd für mich gelaufen ist. Natürlich meldet sich Elias zu Wort. Der King of the Ring Sieger. Bei WrestleMania besiegte er Jeff Hardy. Ich weiß nicht, was du für Forschung hast, aber ich bin ja King of the Ring. Das hier ist mein Ring. Das ist meine Show. Ich hab ihr das Sagen. Ich bin der King of the Ring und du bist ein einzelner Bauer. Mich interessiert es nicht, was du verleiht hast. Ich hab gewonnen, Punkt um, leb damit. Und geh zu den anderen Schweinen spielen.
Weißt du, der ist zu viel, ein bisschen zu viel. Bei diesem King of the Ring Turnier waren nicht wirklich viele Hochkaräter dabei. Der einzige anständige Wrestler dabei war Jeff Hardy. Gut, den hast du besiegt, aber auch nicht durch faire Mittel. Ich weiß nicht, was du dir denkst, aber fair, das Wort kennst du gar nicht, oder? Am Ende zählt nur, wer den Pinfall durchbekommen hat oder den Submission Lock. Das ist das Einzige, was es zählt. Mich interessiert es nicht, ob es fair ist oder sonst irgendwas. Meinst du, im Krieg achten die auch darauf, dass sie fair den Gegner besiegen? Nein, sie werden hinterhältig sein, suchen alles, einen solchen Krieg zu beenden. Und das tue ich eben auch, im Ring. Weißt du, genau deswegen wirst du niemals einer der Top-Leute sein, zu denen ich später mal gehören werde. Du verlässt dich auf dein Können, du verlässt dich auf dein Talent. Du arbeitest nicht an dir, du arbeitest an Techniken, wie du hinterlistig arbeiten kannst. Wie du durch solche Tricks Champion wirst. Und wenn die rausfliegen, hast du verloren. Gegen jemanden wie dich brauche ich gar nicht solche Tricks. Na gut, ich habe sie verwendet, aber ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Ich hatte keine Lust mehr, weiter mit dir zu spielen. Ich wollte das schnell beenden. Und so war es mir sicherste Lösung. Also, geh zurück in deinen Käfig und trainier weiter und lass die Großen in Ruhe. Vielleicht sollte ich dich auch in den Käfig mitnehmen. Vielleicht bin ich der Vogel, der dich einsperren wird. King of the Ring, dass ich nicht lache. Du bist nur eine Marionette von dir selbst. Von deinem Ego getrieben. Und Elias hat genug gehört. Und verpasst Ali eine Low Blow. Der King of the Ring hat genug gehört. Suplex von Elias. Nach dem Low Blow ist Ali ihm ausgeliefert. Backbreaker. Elias hört nicht auf. Clothesline. Ali am Boden. Und er wird nochmal nachgetreten und es gibt nochmal die Clothesline gegen Ali, bis dann ein Referee versucht, Elias zu beruhigen. Kommen wir nun zum Hauptteil des heutigen Abends. Mit unserem Universal Champion. Sein Debüt letzte Woche, was er drauf hat, in einem Match gegen Randy Orton, war er kurz drauf und dran, diesen zu besiegen. Ziggler ist einfach ein Top-Wrestler.
Ziggler gegen Mysterio. Der Universal Champion beginnt mit Dritten und Schlägen gegen Ziggler. Der muss jetzt erstmal alles einstecken, kann sich aber jetzt daraus befreien. Ziggler schnell. DDT gegen Rain. Natural Selection. Nächste DDT von Ziggler. Cover. 1, 2, Kickout vom Champion. Nächster DDT. Jetzt zählen erstmal Abstand. Ist hier wieder im Real Mysterio mit Tempo auf Ziggler drauf. Face First geht er zu Boden. Stark gelöst, das Momentum von Ziggler. Und Mysterio. Ziggler ist mit großen Problemen gegen Mysterio. Und er setzt einfach nach. Springt nach draußen, nachdem Ziggler dich rausgerollt hat. Um Zeit und Distanz zu gewinnen. Rey Mysterio jetzt mit hier mit einem guten Momentum. Nächste DDT von Ziggler. Kick in den Magengrube. Schön von Rey, wie er sich daraus winden kann. Corner von Ziggler. Power Slam. Job von Ziggler. Dropkick gegen den Rücken. Vielleicht schießt Hinterkopf. Backsuplex. Konter von Mysterio. Mysterio setzt nach. Oh, Ziggler ist in den Sein. Perfekt für Mysterio. 619. Backdrop hinterher. Cover von Ray. 1, 2. Kickout von Ziggler. Hier stark, Ziggler, German Suplex gegen Rey Mysterio. Und wieder versucht er ihm die Luft zu nehmen. Luft zu warten, die auch ein Universal Champion braucht. Ziggler. Und bin in die Ecke. Nehmt jetzt hier Mysterio. Sitzt nochmal nach. Mysterio mit Ziggler auf dem Top Rope. Mysterio kriegt einen Superplex ab. Start von Ziggler. Cover. 1, 2, Kickout. Vom Universal Champion. Thank you.
Jetzt der Konter von Mysterio. Mysterio, Hurricane Runner! Steht er da in der Ecke. Aber Mysterio mit dem Leg Drop auf den Hinterkopf. Von Ziggler. Mysterio Fox Splash. Das kann es gewesen sein. 1, 2, Kickout von Ziggler. Schlag von Mysterio. Nächster Schlag wird gut abgewehrt von Ziggler. Corner von Mysterio. Hurricane Runner. Wieder der Konter von Ziggler. Wir geben sich die Beine nicht. Sehr technisch, wie sieht das Match? Kamera von Ziggler. Kickout von Mysterio. Und Ziggler jetzt. Ziggler kündigt an. Three Chain Music. Cover gegen Mysterio. 1, 2 und Mysterio mit dem Kickout. Ziggler schafft es nicht, den Universal Champion zu besiegen. Aber zumindest mal deutlich zu schwächen. Und Konter sich zu arbeiten. Für den Moment zumindest. Ray taumelt nur noch. Jetzt kommt der Sleeper gegen Mysterio. Der Sleeper gegen Universal Champion. Der natürlich nach diesem Switch in Music angeschlagen ist. Wie lange hält Mysterio das hier noch raus? Mysterio versucht sich da rauszuwinden, schafft es auch. Cross-Eye von Ziggler. Cover gegen Mysterio. Kick-Off vom Champion. Und jetzt Mysterio mit dem Face Lock gegen Ziggler. Auch er jetzt mit dem Submission Lock gegen seinen Kontrahenten. Aber auch Ziggler kommt da raus. Diesmal konnte Mysterio den DT ab und kontert selbst. Sehr, sehr stark vom Mysterio. Und Mysterio springt hier mit dieser Attacke ins Leere. Das hätte das Ende bedeuten können. Mysterio von den Neckbreaker gegen Ziggler. Ziggler am Boden, Mysterio Top Rope, abermals. Frog Splash von Mysterio, Cover vom Champion. 1, 2, 3, Mysterio gewinnt das Match gegen Dolph Ziggler. Klasse Tag vom Universal Champion. Macht das gut. Gegen Ziggler. Ziggler gibt vieles, was er hat. Gibt alles, was er hat. Aber es reicht leider nicht, um den Rey Mysterio zu besiegen.
Mysterio! Und Sheamus stürmt in den Ring. Ray sieht ihn nicht. Sheamus von hinten. Herbert ihn da in den Ring. Der neue Number One Contender für Rey Mysterio. Lässt ihn Bekanntschaft machen. Und der Champion kriegt zu spüren, was ihm an Backlash erwarten wird. Sheamus richtet Mysterio ab. Keine Chance für den Universal Champion hier nach diesem Match gegen Ziggler. Aber mit diesen Szenen von Ziggler, von Sheamus und Mysterio beenden wir die heutige Raw-Episode. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuschauen. Das war der bei SmackDown. Eine schöne Woche noch.